Informationen und Produkte in dieser Sendung stellen keinen Ersatz für einen Arztbesuch dar. Bei gesundheitlichen Beschwerden konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch. Sie hören das oft: gesund, alle wollen gesund bleiben, alle wollen gesund werden. Wenn es so einfach wäre, dann wären wahrscheinlich wesentlich weniger Spitäler, wesentlich weniger Arztpraxen und vieles, vieles andere in unserer Welt. Aber es scheint gar nicht so einfach zu sein, gesund zu bleiben, und es scheint ein paar Geheimnisse dahinter zu geben, die noch nicht alle ergründet haben. Ich habe ihn mal wieder in der Sendung, freue mich sehr. Wir haben insgesamt in den letzten Jahren 16 Sendungen produziert, alle mit dem gleichen Titel. Und wenn ich ihn sage, wissen Sie bestimmt, wer es ist: Gesund durch Wissen. Herzlich willkommen, Andreas Schaufert. Hallo, Norbert. Andreas, lange nicht mehr da gewesen. Ja, halbes Jahr. Hm? Ja, genau. Wir sind mittlerweile umgezogen im neuen Studio. Wir wollten heute mal die Gelegenheit nutzen, so eine Zusammenführung zu machen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, das Gesundbleiben scheint irgendwie ein Geheimnis zu sein, weil so viele Menschen sind krank. Immer wieder hört man von ansteigenden Krankheiten. Vielleicht kennen die Menschen oftmals Basisdinge nicht. Du beschäftigst dich dein halbes Leben mit dem Thema Gesundheit. Mhm. Was ist so die Basis der Gesundheit? Wo würdest du beginnen, wenn ich sage, machen wir doch mal so einen Querschnitt durch das ganze Thema, was unsere Gesundheit beeinflusst und was wir auch tun können, um sie zu erhalten. Wo würdest du anfangen? Ganz sicher bei der Ernährung. Okay. Weil das tun die meisten Leute regelmäßig, das heißt 2 bis 3 Mal täglich. Und interessant ist für mich, fast jeder Mensch wählt seine Freunde aus. Mhm. Ja, wählt die Leute aus, mit denen er sich umgibt. Das Gleiche gilt für die Tierwelt. Bei der Pflanzenwelt kümmert sich kaum jemand darum, was er in seinen Körper führt. Und das fiel mir erst vor kurzem auf. Also diese Unterscheidung, die wir im Tierreich oder bei den Menschen haben, die findet bei den Pflanzen fast nicht statt. Ist aber anzunehmen, dass wir auch im Pflanzenreich Gutes, weniger Gutes oder sogar Schädliches haben. Aber kaum jemand betrachtet dieses Thema von meines Erachtens der richtigen Warte. Also wir müssen ja immer die Frage stellen, ist dieses Wesen, das wir zu uns nehmen, gesundheitsfördernd oder eventuell gesundheitsschädigend? Und das ist auch der Grund, meines Erachtens der Hauptgrund, es gibt noch andere, aber der Hauptgrund, dass niemand vom Fleck kommt. Also die Leute erholen sich relativ, ist übrigens bei mir genau gleich. Wir haben einen Fall jetzt, der hätte eigentlich heute hier sein sollen. 76-jähriger Mann, 8 Operationen unter Vollnarkose, steif, Schmerzen. Und dann sage ich ihm, nimm mal mehr von der Energiemischung. Also einen Esslöffel statt einen Teelöffel. Und siehe da, die Menge spielt eine wesentliche Rolle. Also die Menge an positiven Energien, die ich dem Organismus zuführe, spielt eine wesentliche Rolle in der Effektivität. Das heißt, kann man dann hier lesen, eine halbe Stunde später konnte er kilometerweise laufen. Eine halbe Stunde nach der Einnahme. Ja, und das ist aber lange. Also wir haben Videos, da dauert das manchmal nur 5 bis 10 Minuten. Ja. Also da ist er jetzt schon sehr, sehr alt. Aber wenn ich jetzt sowas gebe einer Person, du bist jetzt auch schon 60, aber sagen wir mal zwischen 25 und 45, dann hast du normalerweise durchschlagende Wirkung innerhalb von wenigen Minuten. Dann ging es ihm also gut. Und eigentlich kennt er mein System. Und dann 2, 3 Tage später spreche ich mit ihm. Er sagt, ja, es ist nicht stabil. Und dann frage ich ihn, ja, was hast du denn gegessen abends, bevor das wieder anfing? Mhm. Und dann ist eigentlich immer das Gleiche. Die Leute essen halt das, was sie gern haben, ja, was ihrem Gaumen mundet. Und er hat mir dann gesagt, ja, weißt du, ab und zu habe ich einfach Lust auf Kartoffeln. Ja? Und das war halt dann die Quittung. Ja? Also jetzt, ich weiß nicht genau, aber jetzt ist er ja sogar ans Bett gefesselt. Und ich habe ihn dann auch gefragt, was hast du gegessen? Hat er mir gesagt, wieder Kartoffeln und dann noch Brokkoli. Jetzt muss man mal das Grundprinzip verstehen. Das haben wir hier noch nie so thematisiert. Ich bin leider ein bisschen heiser, du weißt warum. Das ist immer der Wechsel von der afrikanischen Sonne in den Schweizer Winter. Diesmal leider nicht, aber wir müssen mal das Grundprinzip uns verinnerlichen. Und zwar, der Mensch
als Zentrum der Schöpfung. Der Mensch ist das einzige Wesen, das aufrecht steht und geht. Ja? Und jeder Mensch kann sofort aus der Haltung erkennen, ob dieser Mensch gesund oder eher weniger gesund ist. Also wenn er nach vorne gebeugt ist, siehst du, da stimmt was nicht. Wenn er nach hinten gebeugt ist, siehst du, stimmt das nicht. Wenn er schief nach links, oder siehst du, so auf einen Blick musst du gar nicht fragen, siehst du sofort, da stimmt was nicht, weil der Gradmesser ist eben die Aufrichte des Menschen. Und der Mensch im Unterschied zu den anderen Tieren hat eben das gegeben bekommen, dass er eben aufrecht, quasi fast wie schwerelos, ja, geht er durch die Natur. Und die anderen Tiere, die werden dann immer von der Schwerkraft wieder auf die vier Pfoten runtergezogen. Also wenn man das weiß, der Mensch steht in der Mitte, und dann hast du natürlich Einflüsse auf verschiedensten Ebenen, aber sicherlich mal hauptsächlich von der Nahrung. Weil du hast Nahrungsmittel, mittlerweile nennen wir es Vergiftungsmittel, die ziehen eben den Körper aus diesem Lot. Ja? Also die Aufrichte wäre das anzustrebende Ziel. Und dann hast du Nahrungsmittel, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, die ziehen den Menschen extrem nach unten und beginnen ihn zu degenerieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil oft, ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen beginnt das ja schleichend. Also der Mensch, wie jetzt du, mit bis 60 fühlt sich relativ wohl, dann mit 65, 70 fängt das an. Das kann man gut beobachten, wenn man durch Europa läuft oder auch Afrika. Die Leute sind extrem gekrümmt, sie sind total verknittert und ihr Knochengerüst scheint an Stabilität zu verlieren. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das ist das Alter. Aber ich kenne persönlich Personen, die waren bis ins hohe Alter aufrecht. Ich weiß aber nicht, was die gemacht haben. Aber mit Sicherheit wäre es, sagen wir mal, theoretisch erstrebenswert, dass wir uns möglichst schmerzfrei bewegen und einen aufrechten Gang haben bis ins hohe Alter. Ich muss jetzt da mal einhaken. Ja. Du hast jetzt eben ein paar Nahrungsmittel aufgezählt, die finde ich ja fast in jedem Gericht. Wir waren vorhin beim Essen, Gemüsesuppe, was wird drin sein? Wahrscheinlich Brokkoli, wahrscheinlich Karotten und Ähnliches. Ich meine, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, also das ist ja was, das verwendet jede Hausfrau. Und wir sind da aufgewachsen ja mit dieser Thematik. Kartoffel zum Beispiel ist ein Grundnahrungsmittel. Das heißt, da gibt es ja tausende Gerichte. Ich fange jetzt nur bei der klassischen Röstis an, die es zu was weiß ich, wie viele Gerichte in der Schweiz gibt. Was natürlich ein grundlegender Fehler ist, dass die Menschen glauben, dass die Kartoffel, ein Nachtschattengewächs, dass das heimisch ist. Das ist natürlich grundlegend falsch. Also wenn man da ein bisschen recherchiert, dann sieht man, bis 1870 war die Kartoffel eigentlich in ganz Europa komplett verpönt. Okay. Weil das kannst du selber finden im Internet. Die Leute haben sich vergiftet. Und dann gab es eine schwere Hungersnot in Deutschland und dann wurde quasi die Kartoffel durch einen Agrarprofessor in die Bevölkerung reingeschlichen. Ich habe vor kurzem einen Schweden getroffen, da war interessanterweise genau das gleiche Phänomen. Die Leute wollten die Kartoffel nicht anbauen und auch nicht essen. Wenn man das weiß, bekommt es natürlich schon wieder einen ganz anderen Blickwinkel. Ja? Man weiß, es wurde importiert und es schmeckt ja angenehm für den Gaumen. Ja? Schmeckt ja sehr angenehm. Also kaum jemand, wenn er einen Sack Chips hat, kaum jemand kann stoppen. Ja? Jeder muss eigentlich diesen Sack fertig machen. Also der Gaumenkitzel ist extrem hoch. Und das wollen natürlich die Leute auch. Gilt das auch für die Süßkartoffel? Nein, das ist eben interessant. Alles, was hochschwingend ist, lässt den Menschen frei. Und das sieht man ja nicht nur bei der Nahrung, das sieht man eigentlich auch bei der Musik. Also das heißt, ein hypnotisierender Rhythmus oder ein hypnotisierender Text bei verschiedensten Rap, Hip-Hop, Hard Rock und solche Dinge, die sind natürlich stark hypnotisierend und den Menschen fesselnd. Ja? Wenn du in ein Beethoven-Konzert gehst, dann es ist schwingend. Bist du sicherlich nicht gefesselt. Du bist innerlich berührt, ja? Ja. Das auf jeden Fall. Aber du wirst nicht, wie das ja der Ding gesagt hat, ich bin der Sklave des Rhythmus. Ja? Also du wirst nicht zum Sklaven des Rhythmus. Und das Gleiche wäre eigentlich in vielen Dingen des Lebens zu sehen, vor allem auch in der Nahrung. Schauen wir mal zum Beispiel die Zigarette an. Ja? Das ist auch aus
Südamerika hauptsächlich, die Tabak. Und der Tabakrauchende, wenn jetzt ich eine Zigarette rauche, mir wird es ja übel. Weil durch den Sauerstoffentzug wird es mir schwindelig am Anfang. Ja? Aber jetzt gewöhnt sich der Körper durch das regelmäßige Wiederholen, gewöhnt er sich an diese Gifte und jetzt kommt das Verheerende eigentlich. Der Körper benötigt mit der Zeit sogar diese Gifte, um überhaupt einigermaßen glücklich zu sein. Ja? Und dieses Phänomen haben wir auf vielen, vielen Ebenen des Lebens. Zum Beispiel, auch, wie wir schon gesagt haben, jetzt mit der Musik, wenn du einem Menschen, der ständig in der Disco rumhopst, diesen Rhythmus wegnimmst, der kriegt Entzugserscheinungen ohne jeden Zweifel. Und die hochschwingenden Nahrungsmittel, jetzt müssen wir uns das so vorstellen, der Mensch in der Mitte der Schöpfung, die Energieskala spielt eigentlich keine Rolle, können wir 0 bis 100 nehmen, ich habe 0 bis 18, weil das in diesem Pendelbuch ist, aber es ist irrelevant. Ja? Entscheidend ist, der Mensch ist in der Mitte. Und jetzt testet man, das kann jeder selber testen, testet man Gegenstände, Blüten, Produkte, Bettwäsche, Kleider, kann man alles testen. Ja, wo steht das Energieniveau im Vergleich zum Menschen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Baumwolle teste, dann werde ich feststellen, dass die Baumwolle auf einer Skala von 0 bis 18 bei 5 schwingt. Das heißt, ich schlafe die ganze Nacht in einem Energiefeld, ich bin 9, die Baumwolle ist 5, das mir die Energie raubt. Darum können viele Menschen auch nicht schlafen, vor allem Kinder. Die finden gar keine Ruhe. Ja? Und das liegt oft nur an diesem Energiefeld, in dem ich mich aufhalte. Jetzt kann man das noch weiterziehen. Wenn ich jetzt mich täglich, was du gesagt hast, nur von sogenannten Nahrungsmitteln ernähre, die energetisch zwischen einer 1 und einer 5 sind, dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Und ich möchte mal hier kurz was vorlesen. Diese Frau hat mir geschrieben, sie hält sich strikt an die Nahrungsliste und ich frage dann zurück, was merkt ihr, seitdem ihr umgestellt habt? Ja? Hallo Andreas, ich merke, dass ich, pass auf jetzt, dass ich keine müden Beine mehr habe, brauche weniger Schlaf, schwitze nicht mehr, bin innerlich ruhiger, Körper und Geist sind eins, die Haut ist straffer und keine Blähungen. Für die Kinder war das Weglassen der Kartoffeln am Anfang ein Problem, jetzt Erkältung hatten sie seither keine mehr. Ja, bitte. Du hast gerade von einer Nahrungsmittelliste gesprochen. Das wäre für unsere Zuschauer natürlich brennend interessant. Wo finde ich diese Hinweise auf das Thema, welche Nahrung saugt mir die Energie ab, welche erhöht meine Energie? Wo können die Zuschauer das finden? Es gibt jetzt eine Neuauflage von Buch 2. Von Buch 1 ist gerade jetzt das wird jetzt dann in den nächsten Wochen wird das neu aufgelegt. Da ist die dann komplette Liste drauf. Und sonst im Internet auf unserer Webseite, da geht man auf Broschüren. Die hier eingeblendete immer www.tatwellness.com. Broschüren, Energiewerte. Das Gute an diesem System ist, meiner Meinung nach ist mir das irgendwie zugefallen. Ja? Aber das Gute am System ist, dass jeder das kontrollieren kann. Also wenn jetzt du pendeln könntest, weiß ich nicht, ob du kannst, dann wirst du immer zu 100% zu den gleichen Resultaten kommen wie ich. Es gibt keine Diskrepanz. Das ist natürlich für die Leute sehr gut, weil sie sehen, das hat Hand und Fuß. Ja. Hat man das schon mal kinesiologisch probiert? Ja, wir haben ja mehrere Tests. Also wir können mit dem Muskeltest, das haben wir hier auch schon mehrmals gezeigt, wir können mit dem Muskeltest, dann haben wir eben, was eben sehr wichtig ist, ich habe ein Foto gemeldet, leider habe ich das jetzt vergessen. Was die Leute unterschätzen, ist die fatale Auswirkung auf die Körperhaltung. Und zwar innerhalb von eigentlich Sekunden. Ja? Also wenn du jetzt, die meisten Leute sind leicht verschoben, links oder rechts, 1 bis 2 cm. Isst du das Falsche, verschiebt sich das immer mehr in die schlechte Richtung. Was heißt das? Das heißt, dass der Körper Abnützungen kriegt, weil er eben nicht mehr sauber dasteht. Ja? Das führt dann zu Gelenken, Rückenproblemen und anderen Dingen. Übrigens auch die Verdauungsprobleme, die jetzt diese Frau hier beschrieben hat.
keine Blähungen. Was passiert, wenn der Mensch starke Blähungen hat? Dann drücken diese Gedärme auf den Rücken. Und ich bin mittlerweile überzeugt, viele Hexenschuss kommen nur davon. Also der Darm drückt auf die Wirbelsäule und spickt. Also Blähung ist ja auch was nicht Natürliches. Eine gute Ernährung verursacht ja keine Blähungen. Blähungen absolut ist richtig. Ja im Prinzip ein Vergasen, was aufgrund von Fäulnis und Gärung entsteht. Ja. Und eigentlich sollen ja die zu uns genommenen Nahrungsmittel im Körper nicht gären, sondern sollen ja verdaut werden im eigentlichen Sinn, also verstoffwechselt quasi, zerlegt. Wir haben jetzt viel gehört über das Thema Ernährung und diese Liste. Nochmal für die Zuschauer, hier haben wir es. Gesund durch Wissen, da gibt es zwei. Welches Blatt neu aufgelegt? Eins. Der Band 1, also das, was ich hier in Händen halte, ist das Band 1? Ja, das Band 1, ja. Dieses neu aufgelegt, ab wann können es die Zuschauer haben? Kommt auf den Verlag davon. Wir sind jetzt, ich würde sagen, vielleicht einen Monat. Also, tun Sie sich auf jeden Fall diese Information schon mal notieren in Ihren Terminplan hinein. Es ist natürlich wichtig, Informationen zu haben, was ist gut für meinen Körper und was nicht. Und wie gesagt, alles ist immer ja so, dass viele, viele andere Informationen werden verbreitet. Warum werden die verbreitet? Es gibt Industrien, die verdienen an unserer Krankheit und die verdienen sehr gut an unserer Krankheit. Und dann natürlich aus diesem Kreislauf herauszukommen, ist nicht einfach, zumal, wir haben es am Beispiel gehört, was der Andreas Schaufert am Anfang der Sendung erwähnt hat, von diesem älteren Herrn, er mag halt so gern Kartoffeln. Ja, das ist genauso wie mit den Drogen, ne? Wenn man gern Drogen mag oder gern Alkohol und das fortsetzt, irgendwann ist man Alkoholiker, irgendwann ist man drogenabhängig oder gar tot. Wir müssen uns schon ein bisschen an die Kandare nehmen, sage ich immer, um einfach einen Weg zu gehen, der uns bis zum Alter in einem gesunden Zustand hält. Und Sie kennen ja meinen Spruch, den ich immer sage, ein Indianer stirbt gesund. Das heißt, nicht die Krankheit ist eigentlich der Auslöser für unseren Tod, sondern die Erfüllung unserer Lebensaufgabe. Vergessen wir auch immer wieder und denken, wir sterben, wenn wir unseren Körper runterrandaliert haben. Aber ich glaube, der Andreas weiß auch, dass das nicht so ist. Also was natürlich die Leute gewaltig unterschätzen, ist einfach, dass das Leben verzeiht eigentlich fast keine Fehler. Und das unterschätzen die Leute gewaltig. Jetzt haben wir glücklicherweise eigentlich den Schlüssel bekommen für extremste Regenerationsfähigkeit des Organismus. Das darf ja eben niemand wissen und niemand sagen, weil sonst wären vermutlich 90% der Krankenhäuser leer. Aber weil es eben zerstörerische Nahrungsmittel gibt, gibt es logischerweise auch stark aufbauende Nahrungsmittel. Ja? Und die muss man einfach finden und das ist der Schlüssel. Und die Energiemischung, die besteht eben aus ca. 30 Nahrungsmitteln, jetzt aufgepasst, zwischen Energieniveau 15, 16, 17 plus. Ja? Also extreme Energiebündelung auf engstem Raum. Und wenn man jetzt das nimmt, dann kann man zum Teil innerhalb von wenigen Minuten kann man unglaublichste Wirkungen erleben. Und ich wollte noch was sagen, das ist auch so ein fataler Irrtum. Man versucht uns immer weiszumachen, ja, das geht dann mehrere Monate oder mehrere Wochen, bis sie dann eine Wirkung haben. Das ist grundlegend mal falsch und auch sehr leicht zu demonstrieren. Nehmen wir an, einfach als wichtiger Tipp für jeden Menschen, wenn er ein bisschen wunderartige Erlebnisse haben möchte, dann kann er solche kleinen Kuhhornscheiben nehmen, zieht so ein Muschelband an und dann hat er eine Person vor sich mit 70, 75, 80 und dann macht er zwei Kuhhornteile in die Hosentaschen links und rechts und schiebt sich je ein Kuhhornteil hier unten in die Socken. Da, wo das Blut fließt, das kostet praktisch nichts, aber die Wirkung ist mehr als erstaunlich. Wenn man das zum Beispiel schweren Arthritikern gibt, die Finger nicht mehr schließen können, die Schmerzen haben. Wir haben vor kurzem eine Frau gehabt, wurde der Karpaltunnel operiert, ging aber mächtig schief, alles ist total geschwollen und entstellt. Die hat innerhalb von, ich würde sagen, keine 5 bis 10 Minuten, konnte die Hände schmerzfrei öffnen und schließen. Die wollte das natürlich nicht mehr wiedergeben. Jetzt, was passiert Folgendes? Alle hochenergetischen Produkte fördern die Durchblutung,
den Stoffwechsel, dienen sehr gut zur Entgiftung und entspannen die Muskeln. Das kann ich beweisen. Also wenn wir haben zum Beispiel eine sehr schwere Polyarthritikerin gehabt an einem Vortrag letzte Woche. Aber so schwer, ich habe sowas nie gesehen. Also Knie entstellt, Füße, konnte nur noch so laufen, also katastrophal. Aber innerhalb von einer halben Stunde konnte die Frau deutlich besser laufen, hat praktisch keine Schmerzen mehr gehabt und hat sich immerhin stark aufgerichtet. Ja. Hätten wir jetzt das Gegenteilige gemacht, dann hätten wir ein Potpourri gegeben von Kartoffeln, Zwiebeln und Sellerie oder weiß ich was für Gifte, dann wäre natürlich die Degeneration noch viel, viel schneller vorangeschritten. Das könnt ihr übrigens auch zu Hause testen. Könnt ihr Blindtests machen, müssen die Leute nicht mal wissen, was ihr tut. Ihr nehmt in einem so einem neutralen braunen Kartonsack, Papiersack, macht da Kartoffel rein, Zwiebel, Knoblauch und Karotte. Und dann haltet ihr das, Entschuldigung, den Menschen hier hin. Ne? Alle, 90% wollen es nicht hier haben. Das heißt, sie spüren ein ungutes, ein Unwohlgefühl und wollen das dann weghaben. Ja, und wollen das. Aber jetzt haben wir sehr viel über die Lebensmittel gesprochen, immer wieder erwähnt, die nicht gut sind. Erwähnt doch mal als Beispiel, welche Lebensmittel sind denn so energiereich, so hochwirksam? Also das ist zum Beispiel der energiereichste Tee. Da habe ich jetzt zwei Knospen vom Gardenia-Tee reingeschmissen. Das verfärbt sich dann wunderschön goldgelb. Dann haben wir in Europa die Linsen, die muss man aber zweimal kochen. Dann haben wir die Erbsen, getrocknet, wenn immer möglich. Dann haben wir Aprikosen als Frucht. Also Europa hat natürlich ein kleineres Problem oder sogar ein größeres Problem. Weil wenn man jetzt ein bisschen rumschaut, fast 90% der Nahrungsmittel werden importiert. Ja. Ich habe vor 3 Tagen mit einem Bauern gesprochen, ein großer Biobauer. Der hat gesagt, wir hätten jetzt seit 2 Jahren Hungersnot in der Schweiz. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der sieht, es war extrem trocken oder dieses Jahr eigentlich viel zu nass, jetzt wieder zu trocken. Und ohne den Import von Nahrungsmitteln wäre die Schweiz im Moment sicherlich nicht überlebensfähig. Ja. Und geht aber so weit, dass ja, wenn man jetzt mal ein bisschen rumfährt, sieht man, die Schweiz pflanzt ja kaum mehr was an. Und wenn dann für Biosprit oder sowas? Und wenn, dann pflanzen sie meistens schlechte Dinge an, ja, riesige Maisfelder und solches Zeug. Also es wäre da, das ist aber alles Zukunftsmusik, es wäre natürlich da wünschenswert, wenn der Mensch aufwacht und sich eben mit Dingen umgibt, die, aber das kann man in allem sagen, ja, die einfach extrem hochwertig sind. Das kann man in allem tun. Statt dass man Polyester trägt, trägt man Leinen, Seiden, Wolle und solche Dinge. Ja? Dann hat man schon mal nicht diese verheerende Wirkung auf die Durchblutung. Und ich meine, das, was du eben gezeigt hast mit diesen Kuhhorn-Chips da, das ist ja wirklich eine sehr preiswerte Geschichte. Und ich habe das damals nach der Sendung mit dem Andreas selbst getestet. Ich habe sogar zu Hause eine Schale, wo ich, wenn ich Lebensmittel kaufe, die immer hineinlege. Und ich muss sagen, es verändert sich, ich weiß nicht was, aber es verändert sich irgendwas. Und diese Thematik, diese Dinge am Körper zu tragen, ist ja wohl keine Herausforderung. Das Nein. ist ganz einfach, man schiebt es in die Strümpfe oder in die Schuhe rein und hat das bei sich und es wirkt. Und da sage ich immer, warum wollen wir denn auf diese Dinge verzichten, wenn sie uns helfen können und wenn es nachweislich so ist? Ja, es geht ja nur Minuten, ja. Also du musst jetzt nicht warten bis morgen, übermorgen. Tage oder Wochen, bis sich eine Reaktion einstellt. Du hast sofort die Wirkung. Vor allem Leute, denen es wirklich sehr schlecht geht, ja, die kann man komplett verändern. Was ich noch kurz sagen wollte, die meisten von uns, inklusive ich, wir sind ja vorgeschädigt, ja, von Geburt eigentlich. Also vermutlich hat das ist ein Kriegskind, meine Mutter, die hat vermutlich Kartoffeln gegessen, eventuell hat sie nicht mehr Kartoffeln gestillt. Also das sind alles Schädigungen eigentlich, die schon von Geburt an laufen. Jetzt gibt es aber Menschen, die sind so stark geschädigt, wie jetzt der 76-Jährige oder auch die Frau, mit der wir vielleicht nachher sprechen werden am Telefon. Da kann ich nur anraten, jeder Fehler, das haben wir ja schon kurz gesagt, es verzeiht keine Fehler. Ja? Der Mensch, 40, der macht sich noch wenig Gedanken mit 55, 60, wie es ihm geht. Aber die Zukunft, die kommt ja hundertprozentig. Und wenn du dir mal die ersten Schäden hast, und begehst dann Ernährungsfehler. Nehmen wir jetzt an, du hast Arthrose gehabt,
nimmst das Neem, das Botulinum Plus. Ich habe hier eine Mail, innerhalb von 4 Tagen Arthrose weg, beschwerdefrei. Und dann isst du wieder ein Schweinsgottlet zum Beispiel. Kannst du sicher sein, deine Schmerzen kommen sofort zurück. Und das ist eigentlich die mangelnde Konsequenz der Menschen, ja? Die dann natürlich darunter leiden, traurigerweise. Ja? Aber das ist ja nicht nur das Leiden der Person, es ist das Leiden der Familie, es ist das Leiden der Gesellschaft, es sind die ungeheuren finanziellen Kosten, die auf uns zukommen, die, wenn man die Zeitung liest, die wir alle tragen müssen? Ja, klar. Kaum mehr jemand tragen kann, ja. Also da müsste man schon mal über die Bücher gehen und einfach die Leute fragen, wann wollt ihr bitte endlich Selbstverantwortung übernehmen? Und dann käme natürlich noch dazu, wenn ich jetzt weiß, dass diese Operation 30.000 Franken kostet, würde ich das auch bezahlen, wenn ich es aus eigener Tasche bezahlen müsste? Oder lasse ich das nur machen, weil ein trügerisches Bild der Versicherung ja da ist. Ja, genau. Also da finde ich, sollte man sich schon mal endlich reiflichst Gedanken machen. Weil wenn man so jetzt in der Schweiz ist und die Sachen liest, dann sieht die Zukunft nicht besonders positiv aus. Ja? Das System steht auf äußerst wackeligen Füßen. Das auf jeden Fall. Und liebe Zuschauer, wir schaffen es jetzt nicht mehr vor der Pause, das Telefonat mit der Heidi zu führen, denn sie hat natürlich auch Interessantes zu berichten. Bevor wir in die Pause gehen, möchte ich noch mal zusammenfassen, was haben wir jetzt in der ersten Hälfte letztendlich erfahren? Dass unsere klassischen Ernährungsgewohnheiten oder das, was sogar Gesundheitsorganisationen unter der Ernährungspyramide mit Empfehlungen herausgeben, nicht unbedingt das sein muss, was uns wirklich förderlich ist, zum einen. Zum anderen, dass es Alternativen gibt und vor allem, dass es Produkte und Kleinigkeiten wie diese Hornchips gibt, die, wenn wir sie nützen, auf unseren Körper einen sehr, sehr positiven Einfluss haben. Die Produkte, über die der Andreas jetzt sprach, ob das einmal dieser Tee ist, den Sie gesehen haben, mit dieser tollen Frucht, wie es hier hinten zu sehen ist, heißt Gardena? Gardenia. Gardenia, dann hat er gesprochen von einer Energiemischung, ich glaube, das ist das hier, wo wie viele verschiedene Früchte verarbeitet sind? 30, nicht Früchte, einfach Nahrungsmittel der höchst schwingenden Energien, ja, ungefähr also, 30. 30 verarbeitete reine Nahrungsmittel, die uns hochschwingen und dann natürlich das Bewusstsein dazu. Weil, wie gesagt, wenn Sie morgens, mittags und abends das Zeug nehmen und dann am nächsten Tag ein, wie im Beispiel genannt, Schweinekotelett essen, das ist bestimmt nicht der richtige Weg. Nee. Liebe Zuschauer, wir gehen kurz in die Werbepause. Wir sehen uns gleich wieder. Dann werden wir mit der Heidi telefonieren und noch ein paar andere wichtige Themen ansprechen. Bis gleich. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Werbepause. Bei mir im Studio heute der Andreas Schaufert, bekannt durch seine Bücher und viele, viele Thematiken, die mit der Geschichte Gesundheit ist die Zielsetzung, die wir alle erreichen wollen, aber gesund durch Wissen, das ist die Thematik. Vieles wissen wir nicht. Wir haben jetzt am Telefon die Heidi. Heidi, hörst du mich? Ja. Wunderbar. Also erstmal vielen Dank, dass wir dich anrufen dürfen. Wir wollen mal unsere Zuschauer informieren, was ist dir passiert, was ist dir ergangen. Fangen wir mal von Anfang an. Ich glaube, du bist 69 Jahre alt. Wo fing denn dein Dilemma an? Nach einem Arbeitsunfall, den ich hatte. Was ist dir da passiert? Ich hatte das Fersenbein zersplittert. Oh, also nicht besonders angenehm und auch eine komplizierte Geschichte und natürlich hauptsächlich hat es mit den Bewegungen zu tun, mit dem Laufen zu tun. Aber wir haben ja heute, wird uns immer vermittelt, eine perfekte Chirurgie. Ist das bei dir alles problemlos verlaufen? Nein, überhaupt nicht. Was ist denn passiert? Ich flog von einem Problem ins andere. Ich bekam Infektionen.
Bei einer Operation kollabierte mir der rechte Lungenflügel und so weiter und so fort. Mit Lungenentzündung verbunden, mit Käfer vom Spital. Es würde zu weit führen, wenn ich alles aufzählte. Jetzt ist das ja, Heidi, wann war das? Ich meine, wir leben ja im 21. Jahrhundert und bekommen auch immer erzählt, wie fortschrittlich unsere ganze medizinische Versorgung ist. Wie lange ist das her? Das ist etwas über 17 Jahre her. Oh, also so lange doch noch nicht. Und da waren wir ja auch schon im 20. Jahrhundert und hatten auch schon viele Möglichkeiten. Du hast mir auch gesagt im Vorgespräch, dass man dir starke Schmerzmittel geben musste oder sollte. Was war da passiert? Ja, ich hatte da, meine Schmerzen hörten nie auf. Ich hatte jetzt, bis ich dieses Pulver von Herrn Schaufert bekam, konstant immer Schmerzen. Also über die ganzen 17 Jahre? Jawohl. Ui, das ist natürlich nicht angenehm. Wie bist du überhaupt auf Herrn Schaufert gekommen? Durch eine Bekannte. Aha, die kannte schon seine Thematiken und was er macht. Und war es für dich offensichtlich, dass mit einem einfachen Pulver, sag ich mal, eine Problematik, die 17 Jahre unsere Medizin nicht lösen konnte, zu lösen ist? Hast du das geglaubt? Nein, absolut nicht. Aber ich dachte, ich probiere und wenn es klappt, ist es wunderbar. Und sonst ist es ja nicht umsonst gewesen. Was war denn die Alternative? Was hat dir denn dein behandelnder Arzt angeboten? Ich muss ehrlich gestehen, ich gehe jetzt schon seit einigen Jahren, also etwa 4-5 Jahre, nicht mehr zum Arzt. Ich habe nur mit ihm telefoniert wegen den Medikamenten, damit ich sie bekam. Blutverdünner und Beta-Blocker. Mhm. Aber Schmerzmittel oder sonst was habe ich nie mehr genommen. Ah, also keine genommen. Sie hatte noch Depressionen, nein. 16 Jahre, frag das mal. Auch der Andreas sagt gerade auch nicht nur, dass du Schmerzen hattest, sondern damit hat sich auch verbunden, dass dein psychischer Zustand nicht so stabil war. Wie war der? Das ist so, ich konnte seit Jahren so nicht mehr schlafen. So im Schnitt 2 bis 3 Stunden. Mhm. Der Zusammenbruch war vorprogrammiert. Nur dauerte es bei mir sehr lange. Und natürlich folgt dann auch eine Depression darauf. Ja, also nach dem Zusammenbruch kam ich Depressionen. Und weil ich gegen Psychopharma bin, habe ich nichts genommen. Und durch eine Freundin kam ich dann an die Adresse von Herrn Schaufert. Mhm. Und jetzt fragen wir gerade mal den Andreas Schaufert. Als du die Geschichte gehört hast, Andreas, was war deine Empfehlung? Ja, prinzipiell empfehlen wir immer das Gleiche, einfach aus praktischer Erfahrung. Das, was sie jetzt erlebt hat, das hat mich persönlich auch überrascht, vor allem das mit der Depression. Ja? Das haben sie jetzt nicht erzählt, aber dass die Depression innerhalb von 2 Tagen weg sei, richtig? Ja. Und nie mehr zurückgekommen. Ich wollte euch erst mal wissen, was hast du ihr empfohlen? Also wir gehen davon aus, dass in dieser Mischung eigentlich alles drin ist, um alles, auch die Psyche, zu regenerieren. Also wir reden wieder von dieser Energiemischung, genau, die aus den hochwertigen Nahrungsmitteln, genau, besteht. Das ist die Grundannahme. Aber was noch ein weiteres hochinteressantes Phänomen ist bei dieser Mischung, es ist ein absolut super Schmerzmittel. Das heißt, ich habe ein Video auf YouTube von einer Frau, die hatte Kaiserschnitt. Hä? Und diese Frau hatte so starke Schmerzen, die konnte nicht stehen. Und innerhalb von 10 Minuten hat sich das komplett aufgerichtet und die konnte schmerzfrei laufen. Und ein ähnliches Phänomen haben wir jetzt bei der Frau. Okay, wir kommen nochmal zurück auf die Thematik. Das heißt, als diese Energiemischung dann bei dir eintraf, Heidi, und du sie genommen hast, wie lange hat es denn gedauert, bis du eine merkliche Wirkung hattest?
Ich hatte schon am gleichen Abend spürte ich eine Veränderung in mir. Am gleichen Abend schon? Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis die Schmerzen weg waren? Die Schmerzen gingen etwa 2, 3 Tage. Und dann warst du bis heute, bist du komplett schmerzfrei? Ich bin, für mich persönlich bin ich schmerzfrei. Wenn ich, aber wenn ich laufen gehe, dann habe ich natürlich schon noch Schmerzen. Aber nicht solche, die ich gehabt habe. Für mich sind diese ertragbar, das ist für mich nichts. Konntest du vorher überhaupt laufen? Ich konnte überhaupt nicht mehr laufen und dann kaufte ich einen Hund. Und durch den habe ich wieder laufen gelernt, aber immer unter sehr starken Schmerzen. Wow. Und wie hat sich dein psychischer Zustand, das ganze Depressionsthema, wie hat sich das verändert? Ich habe keine Depressionen mehr. Mir geht es gut. Ich bin glücklich und dankbar. Das ist schön. Und das Schlafen? Schlafen auch. Also, das ist auch, ja, wie gesagt, alles ist wie weggeflogen. Und du hast außer der Mischung, die der Andreas Schaufer da aufgrund seiner langen Erfahrungen zusammengestellt hat, keine anderen Medikamente oder Nahrungsergänzungen genommen? Nein. Also am Anfang habe ich noch meine täglichen Medikamente genommen. Und jetzt habe ich diese seit 4 Tagen auch abgesetzt. Das ist ja sehr spannend. Heidi, ich sage erstmal vielen Dank für die Informationen und wir wünschen dir natürlich von hier alles, alles Gute für die Zukunft und dass die restlichen Schmerzen auch noch weggehen. Und Dankeschön nochmal für das Telefonat. Ist gern geschehen. Auch ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt müsste man natürlich die Frage stellen, Unfälle lassen sich ja, sage mal, nicht unbedingt vermeiden. Ja? Also solche Dinge können natürlich immer wieder passieren. Was müsste man tun, wenn man einen Trümmerbruch hat? Das wäre die Frage Nummer eins. Und nach meiner Erfahrung, dass eben das, was der Körper eben sehr gut kann, er kann sich sehr gut regenerieren, sofern man ihm die richtigen Stoffe gibt. Und das wäre der springende Punkt. Das heißt, sie hatte jetzt vor 16 Jahren, 17 Jahren einen Unfall, dann kriegt sie sofort Energiemischung, mineralaufbauende Stoffe, das Hühnereierschalenhäutchen, um die Geschmeidigkeit der Gelenke wiederherzustellen. Und dann könntest du davon ausgehen, im Normalfall wäre sie innerhalb von Tagen oder Wochen ein komplett neuer Mensch. Das weiß ich aus Erfahrung. Wenn Leute operiert werden, Unfall hatten und sie konnten den Arm nicht mehr so heben, das gibt es ja leider oft, auch bei Rheumatoider Arthritis, die machen natürlich wieder so nach 2, 3 Tagen, ja. Und es scheint ja jetzt zu sein, dass es bei ihr dauerhaft anhält. Also wenn du mal das Niveau hast, das weiß ich aus Erfahrung, wenn du das Niveau hast, fällst du nicht zurück. Das kann ich versprechen. Aber wenn du natürlich glaubst, du kannst jetzt abends da deinen Stumpen rauchen und die Schweinekoteletts essen, dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Aber wenn du dich an gewisse Grundlagen des Lebens hältst, gute Luft, Licht, eben gute Nahrung, Bewegung im gerechten Maße, dann wirst du nicht mehr zurückfallen, das weiß ich. Was ja interessant ist, wenn wir diese Experimente, die machen wir ja live, also das sind 50 Leute und dann frage ich, wer hat Probleme, und dann macht man 5, 6 Leute und in 90% der Fälle hast du eine Komplettveränderung innerhalb von Minuten. Jetzt, was ist mit diesen 10%, die sich nicht verändern? Da ist der Knoten auf der seelischen Ebene. Ah, okay, da kommt man hier schon in einen ganz anderen Bereich hinein. Genau, da ist es rein psychosomatisch, das haben wir jetzt gehabt in Bernau, da war ein Mann dabei, sehr schwere Polyarthritis und dem haben wir alles versucht, keinerlei Wirkung. Dann habe ich gesagt, Sie müssen schauen, dass Sie jemanden finden, mit dem Sie über dieses Thema sprechen, was Sie da belastet hat. Und das kann man ziemlich genau eingrenzen. Bei Polyarthritis sind das oft schockartige Erlebnisse, die einem tief ins Gefühl gehen. Ja. Jetzt in seinem Fall war es der Tod seiner frisch geborenen Tochter. Mhm. Die ist nach 6 Tagen gestorben wegen einem Herzfehler. Aber da gibt es noch ganz viel, viel banalere Dinge. Da gibt es Leute,
die bauen sich ein Haus oder wollen sich ein Haus bauen und übernehmen sich finanziell. Und dann der Druck, der auf dir lastet, Existenzverlust und alles Ganz Mögliche. Ganz genau, all diese Dinge und solche Dinge. Ja, Unfallschocks, auch so ein Thema. Unfallschocks, aber Unfallschocks ist auch wichtig, jawohl. Aber da kann man immerhin dann mit solchen Stoffen dagegen steuern. Ja, Schleudertrauma haben wir ja mal eine gute Sendung gemacht. Ja. Da bist du sofort wieder hergestellt. Ja? Also dieses ganze Theater, was da mit diesem Schleudertrauma in der Schweiz passiert, das ist eigentlich himmeltraurig. Ja? Und dann gibt es auch natürlich die anderen Thematiken, die leider auch hohe Dunkelziffern haben. Die Missbrauchsthematik hat natürlich auch dann ihre tiefen Wunden, die Menschen lange Jahre mit sich tragen und so. Also da geht es immer dran. Das heißt, man kann fast schon erkennen, steht das richtig, wenn man mit den Mitteln arbeitet und es passiert keine Veränderung, dass es dann auf der psychischen Ebene einen großen Knoten gibt, der es einfach verhindert. Ja. Jetzt muss ich natürlich für die Zuschauer noch eins dazu sagen. Die Heidi hat eben im Gespräch gesagt, sie hat ihre Medikamente abgesetzt. Wir dürfen und wir wollen das auch gar nicht in der Sendung, sie irgendwie dazu bewegen, das, was ihnen ein Arzt oder Mediziner ihrer Wahl vorgeschlagen hat, dass sie das unterbrechen. Das wäre auch nicht richtig, denn da gibt es Verantwortlichkeiten. Aber wir appellieren immer an die Eigenverantwortung. Fangen Sie an, mit Ihrem Körper zu fühlen, mit Ihrem Körper in Resonanz zu gehen und selbst zu entscheiden. Wir fordern niemanden dazu auf, aber wir sagen immer wieder und regen an zum Nachdenken, vor allen Dingen von den Fällen und den Dingen, die wir jetzt vom Andreas gehört haben, dass es da immer unglaubliche Veränderungen gibt. Du sprachst eben noch von einem anderen Thema, und zwar von was? Eier, Häutchen, Hühner? Ja, Eier, Hühner, Eierschalen, Häutchen. Ich wollte aber noch einen Zwischensatz machen. Die Leute nehmen sogenannte Medikamente. Dann nehmen sie diese Medikamente über Jahre. Und gerade jetzt vor 3 Tagen habe ich einen konkreten Fall gehabt. Diese Person ruft mich an, starker Schwindel. Jetzt passiert eigentlich immer das Gleiche. Der Mensch beschuldigt meistens das Falsche. Ja? Statt dass er auf das Naheliegende kommt und mal schaut, was sind denn die Nebenwirkungen dieser Medikamente, beschuldigt er irgendwas anderes. Und in dem Falle war es dann so, ich habe dann nach dem Namen des Medikaments gefragt, die hat mir dann auch den Namen gegeben und an erster Stelle bei sehr häufigen Nebenwirkungen stand welches Wort? Schwindel. Ach. Ja, jetzt musst du ja nicht besonders intelligent sein, um zu sehen, oh oh, da könnte eine hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass dieses Medikament diesen Schwindel auslöst. Jetzt hast du natürlich ein Dilemma, weil, wie du jetzt so schön wieder gesagt hast, aus politischer Korrektheit, jetzt gehe ich zum Arzt, ist aber der Arzt in der Lage, als Person, als Mensch, sein System zu hinterfragen? Eher unwahrscheinlich. Ja. Das heißt, er wird dann dieses Medikament versuchen, mit einem anderen Medikament, mit eventuell anderen oder gleichen Nebenwirkungen zu ersetzen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die Menschen das nicht nur 2 Monate nehmen, die nehmen das zum Teil über Jahre. Und das kann ich nur auch wieder sagen. Ich habe hier übrigens eine Nachricht, warte mal, habe ich die hier? Ich kann es auch nur aus dem Kopf sagen. Diese Frau hat geschrieben, wir sind sehr dankbar, weil unsere Schwiegermutter ist frei von allen chemischen Medikamenten. Also wir heilen uns nur über Nahrung, was der Paracelsus gesagt hat und der, wie heißt, ich weiß es nicht, fällt mir der Name nicht ein, aber Paracelsus hat gesagt, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein. Das darf man heute gemäß Gesetz nicht sagen. Also müsste man es ist es ja auch nicht mehr, dann ist das jetzt korrekt. Müsste man den Paracelsus verbieten. Nichtsdestotrotz hat er das gesagt, das ist geschichtlich erwiesen. Und wir heilen jetzt heute im 2016, 17 tatsächlich mit Nahrungsmitteln. Gleichzeitig vergiften wir uns natürlich auch mit sogenannten Nahrungsmitteln. Jetzt müssen wir einfach wissen, was wollen wir mit unserem Leben anfangen, ja? Wollen wir. Das heißt, du appellierst auch sehr stark an die Eigenverantwortung. Geht ja gar nicht anders. Und an die Thematik, sich selbst mal zu betrachten, was passiert. Und ich meine, mit den Beispielen, die du in der ersten Hälfte erwähnt hast, zum Thema zum Beispiel Kartoffeln oder nehmen wir das berühmte Schweinekotelett, das einfach mal weglassen und als Alternative die Süßkartoffel nehmen und halt, was isst du überhaupt noch Fleisch?
Ich esse relativ viel Fleisch, ja. Und zwar? Ich esse Rind, einfach alles, was gut ist. Rind, Huhn, Pute, Lamm. Fisch? Kalb, Fisch. Ja, auf jeden Fall. Also für mich, es gibt ja diese Theorie, dass gewisse Leute mehr Fleisch brauchen wie andere. Dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ich merke nur für mich, dass es extrem bekömmlich ist. Also man hat nie Aufstoßen, nie Blähungen. Also du bist aber jetzt nicht korpulent, was oftmals die vielen Kohlehydrate ausmachen. Das wissen wir auch, weil Weizen kein Weizen mehr ist und alle anderen Getreidesorten auch oft schon Hybride sind. Dann muss ich auch sagen, höre ich immer mehr, hochwertiges Fett, also wenn du hochwertiges Fleisch isst, dann ist es auch so. Dann hast du hochwertige Fette im Körper und die können natürlich gut verstoffwechseln. Und Fette trennen ja auch unsere Zellen ab, habe ich vor kurzem von einem Professor. Ja, das ist sehr wichtig fürs Hirn, ne? Ja. Fette. Aber das kann ja jeder tun und lassen, wie er möchte. Ja? Mir ist das eigentlich prinzipiell komplett egal. Er soll einfach wissen, er kann sich mit Pflanzen zugrunde richten, er kann sich aber auch mit Tieren zugrunde richten, wenn er das Falsche isst. Um das geht es mir eigentlich. Du kannst sehr wohl Veganer sein, du solltest aber wissen, dass ein Land wie die Schweiz oder zum Beispiel Österreich, ist es äußerst unrealistisch, sich vegan zu ernähren, weil wir einfach 60% Gebirge haben und eigentlich alles, was wächst, ist einfach tierischer Natur. Ja? Und so war das über Jahrhunderte und jetzt gibt es halt diese anderen Strömungen. Also ich habe hier eine Nachricht. Die Leute, die laufen dann ja von Pontius zu Pilatus, von Rohkost bis zu vegan und die blicken dann ja gar nicht mehr durch. Aber ich kann nur empfehlen, ja, man muss halt über diese, wie soll man dem sagen, diese Scheuklappen denken, mal ein bisschen rüber wegdenken. Europa ohne Tiere, meines Erachtens, undenkbar. Undenkbar. Die Schweiz ist nicht überlebensfähig. Ja. Also wir wollen ja da keine alten Wunden aufreißen oder irgendwo für die einen, die Tiere so gern schützen und über jeden schimpfen, der tierische Produkte zu sich nimmt. Die anderen, die genau das Gegenteil behaupten, die sagen, die ganzen Pflanzenfresser werden irgendwann alle krank, weil der Körper das braucht. Also ich glaube, diese Diskussion brauchen wir auch gar nicht führen. Nein, nicht unbedingt. Wenn du aber sagst, vielleicht, Eigenverantwortung, glaube ich, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Genau, aber ein Zwischensatz vielleicht, also das Bild der Natur, ich bin jetzt seit bald 5 Jahren in Afrika, das Bild der Natur hier, wenn du in einem Dreizimmerwohnung aufwächst, vielleicht wenn du Glück hast mit dem Garten von 50 Quadratmetern, kannst du bitte nicht vergleichen mit der Natur, die wirklich Natur ist. Also dieses schöne rosarote Gemälde, das man da um die Natur macht, das ist grundfalsch. Ja? Also wir haben jetzt gerade wieder erlebt, wir haben 2 Schafe wieder gekauft, sind schon wieder tot. Die wurden von 2 Hunden zerfressen. Ja. Also die Natur ist unbarmherzig, übrigens äußerst gierig. Also wenn man die Tiere betrachtet, wie sie essen, sie teilen auch nicht gerne. Ja. Die wollen meistens alles für sich. Also dieses Bild, dieses Weltbild ist nach meiner Erfahrung einfach nicht real. Es ist einfach sehr illusorisch. Darum lieber reales Weltbild und ab und zu ein Fleisch essen. Wie dass ich das Zeug da aus Indien und wo über, oder China, vieles kommt ja aus China heutzutage. Ja. Also da muss man sich ja mal richtig die Frage stellen, was ist da wirklich wichtig? Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen. Ja. Wir haben bei dem ganzen Thema viel über Ernährung jetzt gesprochen, auch über psychosomatische Ursachen von Krankheiten. Wir haben noch so ein Feld, was auch immer mehr Menschen betrifft. Und zwar Allergien. Mhm. Also es gibt ja keinen mehr in meinem Umfeld, der nicht in seinem Bekanntenkreis oder in seiner Familie jemanden hat, der nicht von irgendwelchen Allergien geplagt wird. Ist das jetzt auch so eine Ursache, die auf die falsche Ernährung zurückzuführen ist? Oder geht es da auch um Vererbung, um genetische Geschichten? Wo liegt denn der Hase begraben, deiner Meinung nach, bei diesem Allergien-Thema? Also wir haben ja Leute, die schwerste Neurodermitis hatten zum Beispiel. Dieses Mädchen ist komplett ausgeheilt, ja gar nichts mehr. Ja. Jetzt hast du Leute, die haben sogenannte Allergien. Und dann schreibt hier eine Frau, Moment, ich weiß es aber ziemlich auswendig, die hat geschrieben, ich wollte dir eine kurze Rückmeldung geben über meinen Sohn Daniel. Und zwar bekommt er jeden Morgen das Zeolit und die Pinienpollen. Und ich bin begeistert, es geht ihm richtig gut und er kann ohne Probleme Milchprodukte essen.
Wow, das heißt, der hat Neurodermitis und noch eine Laktoseintoleranz dazu. Ja, was ist denn die Laktoseintoleranz? Die Laktoseintoleranz nach meiner Meinung nach oder nach meiner Erfahrung nach ist eigentlich nichts anderes wie eine Pilzinfektion der betroffenen Person. Entfernst du den Pilz, was wir hier jetzt gelesen haben, kann diese Person alles essen. Die kann auch Pizza essen, die kann alles essen. Ja. Weil was viele Leute nicht wissen, ist einfach, dass auch Kinder schwer verpilzt sind. Schwer verpilzt, ja. Da gibt es einen guten Test, den kann jede Mutter oder jeder Vater mit dem Kleinen machen. Vor allem früh morgens nach dem Aufstehen mal darauf achten, wie der Atem ist. Ja. Und ihr werdet erschrecken, wie viele Kinder einen ganz faulen, übelriechenden Atem haben. Und das ist ja übrigens auch ein gutes Zeichen. Also faul, übelriechend, modrig, aus dem Körper, wo kommt das her? Und dass natürlich diese Wesen, die diesen Geruch machen, sich auf Proteine, Zucker stürzen. Das klar. Ist ja, genau. Ja. Und wenn man diese Pilze, manchmal sind es auch Parasiten, wenn man diese entfernt, dann hast du keine Allergien mehr. Also du hast jetzt zwei Dinge genannt. Einmal Zeolith, das kennen wir, das ist diese Vulkanasche, ja, ja. Die sehr viel reinigt im Körper, ja. Und sehr viele Schadstoffe ausnimmt und aufleitet. Und Pinienpollen. Pinienpollen hauptsächlich wegen den Enzymen. Weil viele Menschen haben viel zu wenig Enzyme und die Enzymaktivität ist nicht hoch genug. Und dann können bestimmte Stoffwechselprozesse gar nicht richtig stattfinden. Also Pinienpollen für mich, für dich, für den Testosteronhaushalt, für die Prostata. Mhm. Genau. Auch bei vielen Männern ein großes Thema, Prostata. Sehr großes Thema, richtig. Haben wir auch ein Schreiben hier. Prostata-Wert um 3 Punkte runter. Also man kann sehr viel tun, ist auch nicht teuer, wenn man nur will. Und das Ganze, wie gesagt, über die Adresse www.tatwellness.com. Dort kann man die Produkte europaweit erwerben. Jawohl. Ich möchte unsere Zeit retten ein bisschen, Andreas. Nochmal drauf zurückkommen, wir haben hier noch ein Produkt stehen, dieses Neem. Ja. Da ist vorne ein Spiegelei im Heu drauf. Was ist Neem, wozu wird es verwendet? Eben, wir haben ja gesagt, zum Glück gibt es Stoffe auf dieser Erde, die eben diese stark schädigenden Elemente von gewissen Nahrungsmitteln wieder regenerieren können. Das Neem, auch genannt Hühnereierschalenhäutchen, also Neem heißt Ei, natürliche Eimembran. Ja, das ist die innere Schicht des Hühnereis. Mhm. Und da hat es eben sehr viel wichtige Stoffe, Kollagene 2, 5 und 10, Hyaluronsäure, Glucosamin, Chondroitin für die Gelenksteifigkeit und die Gelenkflüssigkeit. Ja. Also auch so ein Produkt, was, wenn man Arthrose hat, absolut, wo unglaublich Produkt, hilfreich ist. Das Produkt Nummer 1 ist das. Mhm. Bei steifen Fingern zum Beispiel. Und einfach ein Tipp, ja, schaut nicht zu lange zu. Also wenn ihr merkt, dass ihr da Knötchen kriegt am Finger, oder die Schmerzen anfangen bei dem Bewegen, genau, der Hände. Dann müsst ihr was unbedingt dagegen tun. Und die einfachste Lösung, die kostengünstigste ist, man stellt die Ernährung um. Man lässt alle unguten Nahrungsmittel weg. Dann wird man schon mal eine deutliche Besserung spüren. Das dauert ca. 2 bis 7 Tage. Und dann kann man eben wieder aufbauende Stoffe nehmen. Wenn du nichts mehr hast, möchte ich zum Abschluss, ist zwar sehr komplex, aber weil eben sehr viele Therapieansätze extrem einseitig sind, ja, wollte ich mal kurz anschneiden, wie eine Analyse, wenn jetzt jemand mich anschreibt oder anfragt, ich komme nicht weiter, kannst du mir helfen, wie eine Analyse aussehen kann. Ja. Und das ist eben nicht so, oder 90% werden durch das und das ausgelöst, eben nicht so. Jetzt bei dieser Frau war das zum Beispiel eine dämonische Belastung, da kann man jetzt darüber schmunzeln. Dann Partnerprobleme, wird natürlich massiv unterschätzt. Also wenn ich jetzt ständig mit meiner Partnerin im Knatsch bin, dann war das ein Unfall, der viele Jahre zurücklag. Mineralmangel, eine Verwachsung kommt häufig vor bei Frauen und das Lymphsystem funktioniert nicht sauber. Und dann hat das natürlich... Wenn man jetzt das sieht, jetzt geht das weiter. Die Psyche hat eine Belastung, die Hormone sind gestört, übrigens auch durch die falschen Nahrungsmittel. Dann haben wir ein mangelndes Selbstwertgefühl.
auch großes Problem. Ja, großes Problem für viele Menschen. Die Menschen werden komplett falsch erzogen, ohne Wertschätzung seines Selbst. Und das zieht sich bis ins hohe Alter weiter, ja. Und einfach das wollte ich nur sagen, wenn man sieht, das Ganze ist hochkomplex in vielen Fällen und es lohnt sich manchmal nicht, wenn man nur eine Ebene anschaut, man muss eben alle anschauen und dann kommt man auch auf ein gutes Resultat. Also es war wieder eine wahnsinnig spannende Sendung. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas, für diese umfassenden Erklärungen und Zusammenfassung, was Nahrung betrifft, was Krankheitsursachen betrifft, wie die Analysen ist und relativ einfach, liebe Zuschauer, wenn man es so gesehen hat, die Lösungen. Ich empfehle auch die Bücher Gesund durch Wissen. Lesen Sie das, nehmen Sie das an, probieren Sie es aus. Sie haben ja eben gehört, dass bei manchen, wie auch unsere Anruferin, die Heidi gesagt hat, schon nach einem Tag oder nach wenigen Stunden eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung eingetreten ist. Und bevor Sie, wie gesagt, Ihr Geld mit irgendwelchen sogenannten hochwertigen Nahrungsmitteln ausgeben, versuchen Sie, diese Ergänzungsmittel einmal in Ihren Ablauf einzubauen und verwechseln vielleicht die Kartoffel mit der Süßkartoffel und schon geht es im Weg voran und befolgen etwas die Dinge. Und wenn Sie sich dann gesund und fit fühlen, wäre es auch toll, wenn wir es erfahren und Sie uns Ihre Ergebnisse mitteilen. Herzlichen Dank, Andreas Schaufert. Alles Gute für die Zukunft. Sie, liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie heute wieder dabei waren und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und eine angenehme Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.